willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land auf dem Acker. So. Ja, aussehen. Dauert halt eine Weile. Aber das erste Feld da drüben ist fertig. Unglücklich, dass da halt schon Unkraut gewachsen ist. Können wir aber nicht verändern. Gucken wir mal, wie das bei den anderen zwei Feldern ist. Das hier müssen wir ja noch ansehen. Und das da drüben. Und je nachdem werde ich vielleicht gucken, dass ich morgen oder übermorgen spätestens den Franz auf den Traktor setzt, dass der hier weiter ansät. Und ich mich dann mit dem Jürgen treffe, um die Metzgerei zu kaufen. Damit wir uns noch ein bisschen breiter aufstellen, was die Produktion betrifft. Und dann eben auch wahrscheinlich durch diesen Produktionszweig auch noch mal zusätzlich Geld verdienen können. So die Hoffnung. Johnny hat schon richtig zu kämpfen hier mit 8 km/h. Aber es geht auch ein bisschen berghoch, aber trotz allem 300 PS mit 270 PS Sämaschine. Das ist halt nicht so leistungsstark. Auf der Geraden geht's. Sonst fahren wir wenigstens 13. Ich könnte schon mal in Vorklärung gehen mit Neumann. Hallo, ich bin der Neumann. Hallo, Volker hier. Moin. Du machst ja auch Tiertransporte? Nee. Nee? Schade. Nee. Oder vielleicht nämlich nächste Woche Bedarf. Wofür brauchst du denn Tiertransport? Ich bin dabei, mich ein bisschen breiter aufzustellen, weißt du? Ich habe letzte Woche die Metzgerei besichtigt. Okay. Und habe mir gedacht, vielleicht kaufe ich mir die. Und dann bräuchte ich natürlich auch irgendwie Vieh und das Vieh muss ja irgendwie zu mir kommen dann. Weil selber wird es wohl kaum laufen. Okay. Ja. Aber ja, gut. Muss ich dann nochmal überlegen. So. Und ich bräuchte wahrscheinlich ja auch nächste Woche einen Pflanzenschutz. Ja, das habe ich immer vorrätig. Das ist gut. Und dann, wenn ich irgendwann, falls ich irgendwann noch dazukomme, mit der Ernte, dann bräuchte ich wahrscheinlich, oder ich bin mir da nicht sicher,
Bräuchte ich vielleicht auch mal wieder eine Ballenpresse. Okay, ja. Hast du eigentlich so ein, es gibt doch so Anhänger so für Ballen. Hast du da so einen? Nee, den habe ich nicht. Weil, also ich muss sagen, wir haben das zwar gut hingekriegt, aber von drei Feldern, oder nee, von zwei Feldern haben wir ja Strohballen runtergesammelt. Oh, weißt du, was das an Zeit gekostet hat, ey? Ich denke, wenn das so und so mit so einem Anhänger, da bist du vielleicht deutlich schneller. So einen automatischen Auflader? Ja, irgendwie mit so einem habe ich mal gesehen irgendwo. Ja, den hatte ich dir auch vorgeschlagen. Ach. Das kann sein. Okay. Ja, dann gucke ich mir den nochmal an. Sorry. Hatte ich bei dir alles bezahlt? Ja. Okay. Dann ist ja gut. Ja, dass ich hier bei dir noch Schulden mache. Und Kredit, wie schaut's da aus? Muss ich da mal wieder was zahlen? Vergesst es doch immer. Ich glaube ich noch 570.000 oder so offen. Moment. Ja, 570.600 hast du noch offen. Ja. Muss ich zahlen oder kann ich zahlen? Da ich mich heute nicht drauf vorbereitet habe, kannst du. Okay. Nee, dann warte ich mal bis nächste Woche. Dann bereitest dich drauf vor. Ja. Gut. Weil, ich habe ganz vergessen, dass ich noch einen Transporter bestellt hatte. Und der ist heute auch noch gekauft worden. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen klamm bei schmale Kasse und so. Okay. Glaube ich. Ja. Genau. Jo. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Jo. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, in die Richtung fahren wir sogar 15 km/h. Also in die Richtung passt alles, aber wenn ich da hinten, das geht nur ganz leicht einen Berg hoch, aber da zieht der Johnny kein Brot vom Tisch. Nein, für alle, die Fendt mögen, es liegt nicht an John Deere, sondern es liegt eher an der Leistungsstelle. Ja, sonst heißt es wieder, ja, ist ja klar, ist ja auch nur ein John Deere. Nein, John Deere ist gut. Aber vielleicht hätte ich auch einfach den Glas Xerion nehmen sollen. Da wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall mit Volldampf gegangen. Nee, so ist es nun mal. Was dann wo der Franz steckt. Der noch beim Jürgen ist. Könnten wir mal anrufen. Nicht da. Kann man nichts machen. Nicht erreichbar. Wir müssen dann aber wahrscheinlich nach dem Feld fahre ich auch mal in den Wald und guck mal, ob da noch alles passt, weil ich weiß nicht, wie aktiv der da im Wald rumarbeitet. Einfach mal eine kleine Kontrollfahrt machen. Jan Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Ach, Herr Volker, grüß dich. Hi. Ich wollte mal fragen, ob ihr die nächsten Tage zu Hause seid. Oder einer von euch. Ja, kommt drauf an wann. Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin gerade am Ansehen. Okay, weil ich bin gerade in der Molkerei. Ich wollte ein bisschen was verkaufen fahren. Ah, okay. Glaub, läuft es? Ja. Läuft gut? Ja, fängt langsam an, ne? Okay. Was habt ihr denn, wie viele Milchkühe? Milchkühe haben wir jetzt, lass mich nicht lügen, 96.
Oh, so viel schon. Ja, haben sich gut vermehrt. Das ist ja rentabel, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich würde mich dann einfach kurz vorher nochmal melden, wenn ich daheim losfahre oder so. Ja, gut. Und dann stimmen wir uns ab, ob ihr da seid oder nicht. Das kriegen wir hin. Okay, gut, dann alles klar. Bis die Tage. Tschüss. Tage. Ciao. Kühe haben die schon. Da fällt mit Sicherheit für uns ein paar Kühe ab. Ich weiß gar nicht, wie viel da bei denen in den Stall reingehen, weil je nachdem müssen die ja vielleicht sogar Kühe verkaufen. Immer wieder mal. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht auch ein geringerer Preis bei rumkommt. 96. Das ist ordentlich. Also im Gegensatz zu, was hat der andere? 5? Oder 9 Schwein? Ist ja nichts. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf dem anderen Feld das LU ansehen lasse. Kann ich nämlich hier mich um andere Sachen kümmern. Ich glaube, das mache ich. Rufe ich dann gleich mal an. Wenn der nicht zu viel will. Ich meine, der muss ja kein Equipment machen. Der muss ja einfach vorbeikommen, sich auf meinen Trecker schwingen. Muss ich ja nur die Arbeitszeit bezahlen. Ist wahrscheinlich ein Xerion da. Und den Traktor hier, den brauche ich schon mal kurz. Darum läuft es viel, viel besser. Kann man sich fast schon sagen, der rennt hier runter. Könnte ich zum Beispiel schon mal zu den Blaubeeren danach fühlen, wie die sich dazu positionieren, wenn ich den Rinder abkaufen will. Oder den Vertrag bei RaceX unterschreiben. Oder aber ich fahre zwischen den Feldern zu RaceX, lass den Service machen. Das wäre auch eine Idee. Dann kann ich auf dem anderen Feld mit neuem Equipment sozusagen hantieren. Weil das Feld, das haben wir morgen dann fertig.
Zeppelin. Ja. Maschine auch auf jeden Fall, die ist bei über 50% und den Johnny, den lasse ich einfach gleich mitmachen. Und es ist nämlich einfach erledigt. Größere Sämaschine können wir uns leider im Moment gar nicht leisten. Es wäre schon sehr, sehr schön gewesen, aber 200.000 kriege ich gerade auf jeden Fall nicht zusammen. Ein Kredit eben ist auch noch so eine Sache. Wir haben noch 570.000 offen. Das drückt mir eigentlich auch. Beziehungsweise fällt mir gerade ein, ich muss ja eigentlich eher mal was verkaufen, damit wir überhaupt genügend Geld haben für die Metzgerei. Auch wenn der Preis vielleicht gerade nicht so toll ist. Immer noch 590, Sojabohnen steigt. 590, also knapp 60.000. Da muss ich fast den kompletten Lagerbestand verkaufen. Damit das hinhaut. Ich glaube, das waren über 70.000. Hallo? Jürgen, ich bin, servus. Ja. Du, weißt du noch, was die Molkerei gekostet, die Metzgerei gekostet hat? Brutto. Kannst du direkt sagen, Moment. Haben wir sie denn? Ja, haben wir sie. $79.140. Ja, abzüglich von dem kaputten Silo, ne? Mhm. Dann muss ich mit der Gemeinde reden. Ja, dann mach mal hin, weil... Willst du die kaufen? Ja. Ich dachte, wir können die Woche vielleicht irgendwie noch den Kaufvertrag machen. Ja, das können wir machen. Und komm ich gleich vorbei. Ja, je nachdem müsste ich dann eben noch Zeug verkaufen. Oder ich müsste auf jeden Fall dann noch Sachen verkaufen. Die Frage ist nur, ob es reicht. Also ich denke mal so 70.000 wird drin sein. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Gut. Danke erstmal. Jo, kannst du aber Papiere schon mal fertig machen. Okay. Also mach ich. Willst du auf jeden Fall. Gut. Danke, tschüss. Tschüssi. Ja, gut. 70.000. Dann muss ich tatsächlich alles komplette Lager leer räumen. Die Gemeinde war halt immer recht gut. Da haben wir ja gute 16.000 jedes Mal gekriegt für die Paletten. Aber seit die mir keine Paletten mehr abkaufen, haben wir da ein kleines Problem. Das ist halt so. Und das ist bescheiden eigentlich. Aber nun ja, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Vielen Dank und dann bis morgen. Tschüss.